Nach der neuen Matthias-Starski-Rennstrecke und dem Mini-Bikepark hat das Familienwintersportgebiet Annaberg eine neue Attraktion dazugewonnen, den Annapark. Wir haben einerseits den Funcross-Park, wir haben andererseits den Family-Park. Der Funcross ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene, mit Wellen, mit Sprüngen, mit Steilkurven. Das heißt, so wie man früher Zeiten durch den Wald gefahren ist, die Waldwegerl, genau das findet man da wieder. Und da kann man sich hervorragend, ob als Einsteiger oder als Fortgeschrittener, als Junger, als Junggebliebener, kann man sich hervorragend austoben. Damit ist ein weiterer Schritt gelungen, Annaberg als abwechslungsreiche Ganzjahresfamiliendestination zu positionieren. Es ist für die Bewohner an sich, also für die Annaberger, ein Angebot selbst zum Skifahren. Es ist für unsere Betriebe ein Zusatzangebot, um mehr Gäste zu lukrieren. Nicht nur am Skistandort im Allgemeinen, sondern überhaupt in der ganzen Gemeinde. Und es ist natürlich für die Niederösterreicher ein Anreiz, nach Annaberg zu kommen, um Ski zu fahren. Die Annaberger Lifte sind eine Beteiligung der Niederösterreichischen Bergbahnenbeteiligungsgesellschaft und somit eine Enkelgesellschaft von EcoPlus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich. Für uns ist es wichtig, immer neue Schwerpunkte zu setzen, neue Angebote zu bieten, die Kunden zu hinterfragen, was ist gewünscht. Man muss immer daran arbeiten, man muss immer wieder schauen, Neues in die Landschaft zu stellen, und so ist die Entscheidung gefallen, diesen Funpark zu errichten. Wichtig deswegen, weil wir in einer ländlichen Region zu Hause sind und hier von Abwanderung bedroht sind, und daher sind diese Investitionen in den Tourismus gemeinsam mit dem Land Niederösterreich für die Region ein extremer Mehrwert, und ich glaube, dass es auch so gesehen wird von der Bevölkerung hier. Mit der Eröffnung des Annaparks wurde gleichzeitig ein großes Familienfest gefeiert. So haben die Besucher nicht nur ein wintersportliches Fun-Programm geliefert bekommen, sondern auch alle Inhaber des NÖ-Familienpasses im Rahmen der niederösterreichischen Familienskitage. 50% der Mäßigung auf die Tageskarte.